Vom 6. bis zum 9. Februar trafen sich in Prag die Delegationen der europäischen Bischofskonferenzen im Rahmen der kontinentalen Phase der weltweiten Synode. Am ersten Tag hat man noch versucht, ja, diplomatisch zu sein, so freundlich. Die Töne waren relativ moderat, nicht ganz, aber relativ. Aber das hat sich relativ schnell geändert, schon am Mittwoch, also am 7. Da haben insbesondere die Deutschen versucht, anzuzeigen, wo es lang geht, wie muss die ganze Kirche aussehen. Die haben richtig auf den Tisch gehauen. Das Ganze war unfassbar. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, und zwar über die Intervention von Frau Dr. Irma Schetter-Karp, der Vorsitzenden, der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und damit gleichzeitig die Co-Vorsitzende des Synodalen Weges. Am selben Tag hat auch Bischof Dr. Georg Betzing gesprochen. Ja, in de facto hat er erzählt, den ganzen versammelten Europäern dort, wie er sich vorstellt, wie seine Kirche aussieht. Anders kann man das nicht beurteilen. Das Ganze ist wirklich unfassbar. Ich werde das jetzt hier kurz vorlesen, die wichtigsten Teile, und kommentieren. Also das ist wirklich so aggressiv, wie er sich da gegeben hat. Also unglaublich, weil das ist auch eine direkte Intervention als Antwort, ja, auf Stellungnahmen von anderen, insbesondere natürlich den osteuropäischen Ländern, die natürlich viel konservativer sind als die Deutschen, zumindest als die Deutschen, die dort waren. Also diese Delegation, das war nicht keine Delegation des deutschen Katholizismus, es war eine Delegation des Synodalen Weges letztendlich. Ja, also das Ganze ist wirklich ultra unrepräsentativ für das, was in Deutschland passiert. Aber auf jeden Fall, was hat Bischof Dr. Georg Betzing da erzählt? Und zwar, er sagte, und zwar kritisch, aus einigen Statements höre ich den Ruf nach Klarheit. Das ist eine völlige Selbstverständlichkeit. Also die Kirche hat immer sehr klar gesprochen. Das steht sogar in der Bibel. Ja, dein Wort sei ja, ja, nein, nein. Also der Heiland selbst sagt, ihr soll klar sprechen. Aber das ist für Bischof Betzing alles nicht ganz, alles suspekt. So. Und dann sagt er weiter, was sind die Regeln des Glaubens in der Kirche? Ja, das wollen die Menschen wissen. Was gehört zum Kern der Lehre? Ja, das sagt er alles kritisch. Und was ist Sünde, die benannt werden kann und muss? Ja, und das sagt er alles kritisch, denn dann sagt er sofort, mich verstört das. Das ist eine ganz klare Erwiderung, eine ganze Reihe von Interventionen, insbesondere die von Polen. Ja, da hat eine Ordensschwester ganz klar gesagt, also wir müssen Leuten sagen, was der Glaube ist. Das müssen wir ganz eindeutig sagen, und dafür diesen Glauben müssen wir auch ein Zeugnis abgeben. Und dieser Zeugnis muss eindeutig sein. Wir müssen sagen, was ist Sünde, was ist Tugend, was ist richtig, was ist falsch, was ist die Wahrheit und was ist eben die Falschheit und so weiter. Aber das ist alles für Bischof Betzing ganz, ganz schlimm. Das ist nicht, entspricht nicht seiner Kirche. Die Kirche, die er in seinem Kopf fabriziert hat und die er nun versucht, in seinem Bistum Limburg durchzusetzen, entgegen allen Resolutionen, auch des Synodalen Weges. Das Ganze ist wirklich unerträglich, aber das habe ich hier schon besprochen. Und zwar, er sagt dann weiter, mich verstört das, diese Klarheit und so klare Regeln, mich verstört das. Christlicher Glaube ist eine Religion der Freiheit und Erlösung, nicht der Sündenfixierung. Ja, okay. Da kann man natürlich, jetzt kann ein Theologe sagen, okay, was meint er jetzt mit Sündenfixierung? Aber natürlich geht es über die Überwindung der Sünde. Unser Herr Jesus Christus kam zur Welt, um die Sünde zu besiegen und um uns von der Sünde zu befreien, damit wir in den Himmel kommen. Ganz einfach. Ja, das ist im Grunde der christliche Glaube. Das heißt, natürlich ist die Sünde zentral. Wegen der Sünde sind wir auf dieser Erde. Wegen der Sünde sind wir von Gott getrennt. Und Religion bedeutet religare, also wieder verbinden mit Gott. Das heißt, der Begriff der Sünde ist ein zentraler Begriff des christlichen Glaubens, also nicht nur des katholischen, sondern überhaupt. Ja, und der ganze Sinn und Zweck der Kirche ist im Grunde genommen, diese Sünde zu überwinden. Das Einzige, was wichtig ist im Grunde genommen auf der Welt, ist diese Überwindung der Sünde. Und das geschieht eben über die Sakramente. Also zunächst mal natürlich über das Opfer Jesu Christi am Kreuz, dann eben über die Sakramente etc. etc. Das ist alles, was sie dann leicht im Katechismus leben kann. Okay, und damit hat er ein Problem. Ja, diese Sündenfixierung, ja, also das ist wirklich unglaublich, ja, also, da kann man sehen, wie entfernt er sich schon hat von den grundsätzlichen Prinzipien unseres Glaubens. Das ist alles hier O-Ton, Originalton, Bischof Betzing. Ich kann den Eindruck nicht verhehlen, dass hier womöglich auf Sünde
und Sündersein beharrt wird und damit die Kirche als unangreifbar und unveränderlich darzustellen und auf den geltenden Kriterien von Exklusion bestimmten Gruppen gegenüber zu beharren. Und damit kommt er eben wieder zu diesem ganzen Narrativ, zu dieser ganzen Rhetorik. Im Grunde genommen, die ganze Kirche ist ein Machtkonstrukt. Diese ganze Erzählung von Sünde und so weiter dient nur im Grunde genommen, um die Menschen zu unterjochen. Und das muss aufgebrochen werden. Und da hier sieht man eigentlich, wie innerlich er sich schon mit diesen ganzen Texten des Synodalen Weges identifiziert. Auch mit dem Text, der gescheitert ist, weil das ist genau das, was da steht. Das heißt, die ganze Geschichte der katholischen Kirche ist eine Geschichte der Unterdrückung, eine Geschichte der Ungerechtigkeit, ja, und damit muss ein Bruch sein. Das hätte er dort sagen sollen. Er hätte sagen müssen, ganz klar, pass auf, die letzten 2000 Jahre, das war alles falsch und das Richtige ist der synodale Weg und das müssen wir auf der ganzen Welt durchsetzen. Da werden alle Menschen die eigentlich Erlösung bekommen. Das hätte er sagen müssen, ja. Und das sagt er eigentlich fast ziemlich. Also er ist nicht weit davon, das zu sagen, ja. Aber im Grunde genommen ist es dieses Bild, dieses ultranegative Bild von Kirche, den man im synodalen Weg zeichnet. Und es ist völlig klar, die anderen nehmen ihm das nicht ab. Und zwar nicht nur die Osteuropäer oder so, die noch stärkeren Glauben haben, aber auch die Spanier und so oder Italiener und so. Es ist auch selbst viele, ja, auch liberale Katholiken denken nicht dran, ja, diesen Weg zu gehen, weil die sehen, was Bischof Betzing will, ist eine andere Kirche. Es ist eine eigene Kirche. Es ist nicht mehr die katholische Kirche. Nur er traut sich nicht, das zu sagen. Das ist sozusagen der letzte Schritt, den er noch gehen müsste, damit er sagen kann, okay, ich bin nicht mehr katholisch, ich gehe jetzt mal wegen zu den Altkatholiken, wie neulich der Dekan von Saarbrücken. Ja? Und dann, das ist ein neuer Fall. Schon letztes Jahr gab es ja einen Fall aus dem Bistum Speyer, jetzt gibt es einen neuen Fall aus Saarbrücken, also Bistum Trier. Das sagt er noch nicht. Ja, das sagt, es ist ganz klar, das heißt, er ist völlig dagegen, dass man auch diesen Sündenbegriff benutzt, um Menschen zu sagen, okay, das sind Sünder und die müssen so behandelt werden und so weiter. Alle Menschen sind Sünder, alle, und alle bedürfen des Heils, der Erlösung durch Jesus Christus. Und damit hat er ein Problem. Damit hat er ein Problem. Und die katholische Kirche, ja, und auf der Basis des Evangeliums, das heißt auf der Basis des Wortes Gottes, definiert, okay, das ist Sünde und das ist nicht. Ja? Und damit hat er ein Problem. Er kann damit nicht leben. Ja? Und das sollte er einsehen. Ja? Und dann sollte er eigentlich sagen, okay, pass auf, ich bin nicht in der Lage, Bischof dieser Kirche zu sein. Aber das tut er nicht. Nein, er ist hartnäckig und sagt, ich bin im Recht, und ich werde mein Ding durchziehen in meinem Bistum. Also das Ganze ist eine Katastrophe. Es ist eine katastrophale Entscheidung. Es ist eine Haltung. Ja, es ist eine ganz klare Haltung der Hartnäckigkeit. Und die jetzt dort in Europa, also in Prag, vor allen Europäern wirklich offenkundig wurde. Also das Ganze wird immer öffentlicher und wird immer offenbarer. Ja, es wird immer deutlicher, dass Bischof Betzing eine andere Kirche ist. Und zwar nicht die katholische Kirche. Das sollte er sagen, er sollte den Mut haben. Martin Luther hat den Mut dazu gehabt und er hat dann gesagt, okay, ich gründe meine eigene Kirche, ist mir egal, ob ich exkommuniziert werde. Diesen Mut hat Bischof Betzing nicht. So. Und dann sagt er weiter, und er sagt, also Sie sehen, wie weitergeht, er sagt, dies ist nicht mein Glaube. Ja? Und das ist ein Vorwurf an die ganzen Polen und so weiter. Das ist nicht mein Glaube, nicht mein Christus- und Kirchenbild. Das heißt, er geht wirklich ein Millimeter entfernt von der Apostasie oder von so sagen, ich bin nicht katholisch, also ich kann mich nicht mehr mit der katholischen Kirche identifizieren. Das sollte er sagen. Oder wenn er so ein Problem ist, dann sollte er zumindest sich zurückhalten und nicht an so einer prominenten Stelle sein, wie eben als Bischof von Limburg oder als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und das hat er wirklich öffentlich gesagt, ich will das betonen, das hat er wirklich öffentlich gesagt vor allen Vorsitzenden der Bischofskonferenzen Europas und vor einem Haufen mit Legierten, also sehr viele, hunderte von Menschen waren in diesem Saal anwesend und haben sich das hier angehört. Wir müssen Menschen der Kirche hören, die sich in Lebenssituationen als treu und gläubig bewahren, die bislang moralisch als ungeordnet bewertet werden, und damit übt er eine ganz deutliche Kritik am Katechismus, weil dort werden gewisse Dinge eben als ungeordnet angesehen, gewisse Sünden, ja, und damit hat er offensichtlich ein Problem.
Ja, er hat ein Problem, er hat eigentlich ein Problem mit der christlichen Anthropologie. Er ist gegen die christliche Anthropologie, er ist immer noch für Gender. Er ist ein Problem für die ganze Gnadenlehre im Grunde genommen. Er hat ein riesiges Problem mit der ganzen Morallehre. Ja, und damit auch mit der ganzen Tradition, das mit dem, was die Kirche seit 2000 Jahren eigentlich gelehrt hat. Also das wurde hier offenkundig. Und die Bischöfe in Deutschland, ja, die das sehen, ja, die sollten ihm das sagen. Die sagen, pass auf, lieber Bischof Georg, ja, Bruder im Bischofsamt. Okay, du hast diese Position, die hast du gesagt, aber mit dieser Position kannst du doch nicht sowas wie ein Primus inter pares der Bischöfe sein in Deutschland. Du kannst nicht Vorsitzender der Bischofskonferenz sein. Also er kann die katholische Kirche gerade in solchen Veranstaltungen im Ausland, ja, oder in der Bischofssynode, ja, die jetzt im Oktober sein wird, ja, er kann die Kirche nicht vertreten. Jemand, der innerlich, ja, und öffentlich einen solchen Bruch mit der katholischen Kirche manifestiert. Vielen Dank.